Jo, was geht ab? Ich bin Philipp aus Leipzig. Das bin ich. Hi. Jo, ich bin Zeichner aus Leipzig und das ist auch das, was wir hier heute machen werden. Ein bisschen zeichnen, genau. Und zwar machen wir ein bisschen Figure Drawing heute. Also figürliches Zeichnen und jo, dazu benutzen wir Quirky Café, die Fast Sketch Option. Quirky Café, da kann man sich anmelden, kostet ein paar Euro im Monat, aber echt moderat. Und jo, jetzt können wir uns hier einen Timer einstellen. Wir machen jetzt hier mal eine Minute. Wir wollen Nude, also nur Nacksche und Full Body Poses, also immer den ganzen Körper. Jo. Das werden wir jetzt hier gleich machen. Kurz vorweg noch. Ich zeichne. Ja, hier ist es. Auf Newsprint, See White of Brighton. Genau, ist immer eine schöne, günstige Option. Jetzt hier nicht auf, was weiß ich, 200 Gramm Papier und jedes Blatt kostet 1 Euro. Das wäre hier ein bisschen zu krass. Genau, und wir benutzen hier so zwei Classics, Contea Paris, der 1710er in 2B. Ne, ist wirklich ein Classic, muss man sagen. Nehmen ganz viele Leute für solche Zwecke. Und auch hier nochmal Pastellkreide, alles Kohle hier, ne? Und hier haben wir nochmal Pastellkreide von Pitt Pastel, Faber Castell 199 hier, schwarz, auch super zum Zeichnen. Bricht nicht so schnell wie die Kohle hier. Genau, und ihr seht schon, die sind hier schön angespitzt, die Mine schön weit freigelegt hier. Ne? Mit dem Cuttermesser kann man das oder mit einer Rasierklinge machen das auch viele. Klassischerweise kann man hier das Holz schön wegnehmen und mit so einem kleinen Schleifbrettchen hier die Mine entsprechend schön ausformen. Das wäre hier, wenn wir so zeichnen sozusagen. Ja, also wir zeichnen nicht so, sondern so und eher so aus dem Ellenbogen- und Schulterbereich, ja. Dass wir hier schön zeichnen können und schön Kontrolle haben. Ja, so viel dazu würde ich sagen. Würde ich mal sagen, hauen wir den Hobel hier mal an und schauen mal. Wichtig vorab ist schon mal, dass wir uns auf jeden Fall ein bisschen locker machen, weil definitiv nicht alles klappen wird, aber wir zeichnen trotzdem. Okay. Was ich immer noch gerne mache vorher, ist, ich mache mich ein bisschen warm. Ja, das heißt, ich zeichne einfach so ein bisschen random Linien halt irgendwie so, ne? Klassischerweise die Linien, die wir auch beim Gesture Drawing immer wieder benutzen, und das ist CSI. Ne? Also wir haben C-Kurven oder S-Kurven oder eben gerade Linien mehr oder minder, ja. Und da können wir uns einfach ein bisschen frei zeichnen. So, wir können uns auch zum Beispiel mal zwei Punkte setzen und die versuchen mit einer flowigen Linie zu verbinden. Ah, oder auch mal drei oder auch mal vier. Gibt auch eine Sache, die nennt sich Automatic Drawing, also wie automatisches Zeichnen. Ist auch wie so eine kleine Meditation irgendwie, ne? Dass wir uns versuchen, ganz locker zu machen und nicht so viel zu kontrollieren einfach. Ja? Also, dass wir einfach zeichnen, was uns in den Sinn kommt. Okay, das soll jetzt auch reichen. So, frisches Blatt. Okay, dann wollen wir mal. Ich blende das Modell hier ein, damit ihr eine ungefähre Vorstellung davon kriegt, was ich hier vor mir sehe. Ich versuche mich jetzt hier nicht sklavisch an Konturen oder sowas zu halten, sondern jetzt einfach erstmal nur
Wirklich einfach versuchen, ein bisschen den Gestus einzufangen. Und selbst wenn es nicht so gut klappt oder so, oder ist egal, einfach weitermachen. Auch ich jetzt hier, ne? Ich filme jetzt hier und denke mir, oh, das muss jetzt hier alles super geil rüberkommen und so. Ist ja Quatsch, muss es ja gar nicht. Ja, eine Minute ist auch schneller rum, als man denkt. So, machen wir mit der guten hier weiter. Wie gesagt, ich versuche hier wirklich keinen Stress. Einfach versuchen, ein bisschen die Essenz so einzufangen. Glenn Wilpu ist jemand, der das super macht. Ich blende euch den Namen ein und wen das interessiert, der kann sich mal auf YouTube mal suchen. Der macht das wirklich killermäßig. Und ich nehme hier halt wirklich Freiheiten, ja. Also ich schaue jetzt nicht, ist irgendwie die Wade jetzt zu dünn oder so. Das ist alles. Zumindest für das, was ich jetzt hier vorhab. Komplett wurscht. Oh, ich nehme mal ein neues Blatt. Dann schlage ich mal vor, dass wir noch eins machen und dann soll es das hier auch erstmal gewesen sein, denke ich. Wir können jetzt mal noch wechseln, dann nehmen wir jetzt mal noch die Kohle hier. Ja, und daran liegt für mich eigentlich auch der Spaß an der ganzen Sache, dass einfach so so loose, so lose zu halten und ja, eben so irgendwie die Essenz einzufangen.
Und noch eine allerletzte. Hier haben wir noch meinen Herrn. So, und da ist die Zeit auch schon wieder rum. Jo, okay, Leute, das soll es erstmal gewesen sein für jetzt. Dann ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.